Lukas Kümmel will auf Erden erstmal Zauberkünstler werden und 5 Jahre später dann, wenn er richtig zaubern kann, wünscht er sich nach Texas fort, wird Indianerhäuptling dort. Es gab 7 Dinge, die Lukas Kümmel oder Kümmel Luki, wie er bei den Bahnsteig-Indianern genannt wurde, am meisten interessierten auf der Welt. Zauberei, Geheimnisse, verborgene Schatzkisten, Pantoffeln, in denen die goldene Gans goldene Eier versteckt hat, unterirdische Gänge, Kriminale und geheime Schriften, die niemand lesen kann, und Gegenstände, die von allein durch die Luft fliegen, zum Beispiel Tische, Stühle, Klaviere oder Trompeten. Und er wollte Zauberkünstler werden oder Indianerhäuptling, weil er tapfer sein wollte, weil er ihnen allen hier im Dorf zeigen wollte, wer hier der Stärkste war, wenn er so auf seinem wilden Mustang mit großem Federschmuck durch die Straßen ritt. Vorläufig ging Lukas Kümmel noch in die Klasse 2a der Johannes-Spektakelschule für Knaben. Dort war er der 2. dümmste Schüler. Lesen konnte er aber, wenn auch nicht so gut wie ein Kanzleirat oder Advokatensekretär. Auch nicht so schnell, mit dem Finger unter der Zeile entlang, immer ein Wort nach dem anderen. So las er auch die Geschichte von der Tarnkappe. Er fand sie ziemlich blöd und kindisch. Eine Indianergeschichte wäre schöner gewesen. Aber die Tarnkappe ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Lukas Kümmel, lass dich warnen, eine Kappe sich zu tarnen, so wie sie dir gut gefällt, gibt es nirgends auf der Welt. Unsichtbar kann keiner sein, auch du siehst das sehr schnell ein. Auf der Suche nach einer Tarnkappe schlich Lukas Kümmel durch das ganze Haus, zog alle Schubladen auf, hauptsächlich die untersten, denn darunter sind manchmal Zaubergegenstände versteckt, die dort seit mehreren 100 Jahren liegen. Trotz größter Furcht ging er auch in den Keller und guckte hinter die Kartoffelkiste. Dann ging er auf den Speicher und da geschah es. Ein Hut, ein unheimlicher Hut. 2 Luftlöcher hat er und eine bläuliche Feder. So eine, wie sie die Lehmzwerge tragen. Wenn das keine Tarnkappe ist, dann wahrhaftig. Ich spüre schon ein komisches Gefühl. Ganz so, als wäre ich dabei, unsichtbar zu werden. Jetzt würde es Lukas Kümmel allen zeigen. Gleich morgen würde er im Notizbuch von Lehrer Bohnemann seine 5 ausradieren. Dann würde er sich selbst mit der Handschrift des Rektors Waluga hinter seinen Namen eine fette 1 eintragen. Also morgen würde er es allen zeigen. Eine Tarnkappe gehört zum Zubehör eines jeden Zauberkünstlers. Vorläufig ging der Kümmel Luki erst einmal leise durch die Hintertür in den Hof, dann durch das Tor und links hinaus in Richtung Bahnhof. Auf dem Kopf hatte er die Tarnkappe. Zuerst kam ein größerer Straßenköter vorbei, kam näher, ging weiter und drehte sich nicht um. Was beweist, dass Kümmel Luki unsichtbar war. Dann kam der Briefträger, Herr Tümmel, ging vorbei und grüßte nicht. Jetzt war es todsicher bewiesen, Lukas Kümmel hatte eine Tarnkappe auf. Er ging in aller Eile weiter in Richtung Bahnhof zum Kolonialwarenladen des Herrn Hanusek. Mit dem Sohn des Herrn Hanusek, nämlich dem Bimmel Hanusek, hatte er noch eine alte Rechnung zu begleichen. Das war sein Todfeind, weil er erstens viel stärker war als der Kümmel Lukas und zweitens, weil er vorläufig noch Häuptling der Bahnsteig-Indianer war. Aber nun war Lukas Kümmel unsichtbar. Er las, was mit weißer Farbe auf der Schaufensterscheibe stand. Heringe, 1,70 Mark. Erbsen, 32 Pfennig. Apfelsinen, 45 Pfennig. Solange der Vorrat reicht. Mann, das lässt sich ja wegwischen. Oh, geht ganz leicht mit dem Ärmel. Schon alles weg. Gut, dass ich die Ölkreide mit habe. Jetzt schreibe ich auf die Schaufensterscheibe ganz groß, dass es alle lesen können. Der Bimmel Hanusek ist ein feiner Pinkel. So, wenn das keine Beleidigung ist. Darauf steht der Marterpfahl.
Bloß gut, dass ich unsichtbar bin, sonst... Hey, hast du das geschrieben, Kümmel-Luki, du Affenkopf? Ja, ja, lauf nur, hau nur ab. Morgen in der Schule erwische ich dich. Dann lösche ich dich aus wie eine Kabitfunzel. Für den Kümmel-Luki waren Tarnkappen vorläufig erledigt. Wenn man sich nicht einmal auf die verlassen konnte... Eine Tarnkappe wäre ein guter Schutz gewesen, wo überall Gefahren lauerten. Lukas Kümmel, nicht geheuer, sind Irrlichter und Elmsfeuer, wie das ist schon lang ihm klar, bringen jedermann Gefahr. Wehe, wenn er eins entdeckt, weil er sich dann sehr erschreckt. Und dann kam er plötzlich in Gefahr. Morgen sollte es Milchsuppe geben und Lukas sollte die Milch holen. Die Molkerei war nur 7 Minuten weit weg, aber wenn es dunkel ist, dann ist jeder Weg 10-mal weiter. Das ist eine alte Zauberformel. Lukas Kümmel wusste aus Sagen und Geschichten, dass nachts Irrlichter umgehen. Sie tauchen auf, der Wandersmann sieht sie, geht ihnen nach, denn er glaubt, es wäre eine schöne Maid, und die Irrlichter verschwinden wieder. Er wendet sich ab, geht zurück, und sie sind wieder da. Dann sind sie wieder weg. Und so geht es immer weiter. Der Wandersmann irrt umher. Und dann ist es um ihn geschehen. Er versinkt im tiefen Moor. Der Kümmel-Luki ging also im Dunkeln zur Molkerei. Er hatte keine Angst. Aber da, auf einmal... Ein Licht. Ein Irrlicht. Da... Da leuchtet es, genau vor mir. Kümmel-Luki, alter Indianer, du zitterst ja. Nicht bewegen, Luki. Halte still, was auch geschehen mag. Es kommt immer näher. Bloß nicht hinterhergehen, Lukas. Rühr dich nicht vom Fleck. So ein Irrlicht ist nicht von Pappe. Morgen in der Schule werde ich es allen erzählen, falls ich lebend davonkomme. Allen in der Klasse werde ich es beschreiben, wie ich dem Irrlicht Auge in Auge gegenübergestanden bin. Nanu, es schnurrt auch. Davon steht in keiner Geschichte was. Das ist was ganz Neues. Es kommt immer näher. Wenn ich die Augen zumache, kann es mich nicht irreleiten. Und ich bleibe am Leben. Also Augen zu, schnell. Na, Luki, bist du noch nicht im Bett? Es kennt mich. Und es kann sogar sprechen. Am Ende war es gar kein Irrlicht. Die Stimme kam mir auch so bekannt vor. Natürlich! Das war der Bauer Jan Siefken. Aber wenn es wirklich ein Irrlicht gewesen wäre, hätte Lukas Kümmel es ihm schon gezeigt. Ein Zauberwort, eine Geheimbewegung und aus. Übrigens, ein echtes Zauberkunststück konnte der Lukas Kümmel wirklich und ganz richtig, ehrlich. Einmal nämlich stand er einem wahren Zauberkünstler gegenüber, so richtig gegenüber, wie man vielleicht dem Lehrer gegenübersteht, oder der Oma oder dem Bantelgrimm aus der 3. Klasse. Und das kam so. Sein Opa wollte mit ihm nach Wimmelsfehn zum Jahrmarkt. Mit dem Fahrrad. Also polierte der Kümmel-Luki 2 Stunden lang sein Fahrrad auf Hochglanz. Dann ging es ab zur Weinmüllergasse, wo Opa und Oma wohnten. Der Opa hatte schon seinen Sonntagsanzug an, mit Hosenklammern, damit die Hose nicht in die Fahrradkette geriet. Die Oma kam mit einem großen Esspaket und klemmte es hinten auf Lukas Gepäckträger fest. Dann ging es ab mit 80. Nein, also nicht mit 80, denn der Opa konnte nicht so schnell. Bis zur Stadt brauchten sie 3 Viertelstunden, keine Minute mehr, keine weniger. Was soll man viel über den Rummelplatz reden? Da waren Glücksräder, wo man Gummiaffen gewinnen konnte. Da war in einer Bude eine künstliche Frau zum Aufziehen, 50 Pfennig Eintritt. Und dann noch der Vogel Jakob mit den Zwitscherpfeifen. Natürlich gab es auch Schießbuden. Aber ganz hinten, in der äußersten Ecke, haargenau da, war die größte Attraktion. Spaziert, meine Herrschaften, hereinspaziert. Hier sehen Sie, was Sie noch nie gesehen haben und nie wiedersehen werden. Feine Kunststücke, freihändig und ehrlich gezaubert.
vorgeführt. Damen und Herren, von mir persönlich. Danke, danke, danke. Gestatten, zack, die Zimbori, Zauberkünstler. Hereinspaziert, meine Herrschaften, hereinspaziert. Eintritt nur 50 Pfennig, 50 Pfennig für etwas, das Sie nie in Ihrem Leben noch einmal sehen werden. Es sei denn bei mir, dem Großen, zack, die Zimbori. Hereinspaziert, er lädt Sie ein, der Große, zack, die Zimbori. Hereinspaziert. Komm, Opa. Der Opa ging mit Lukas in die erste Vorstellung, in die zweite und in die dritte. Lukas wollte alles ganz genau sehen, denn eines Tages würde er doch selbst ein Kollege des Herrn Zaktizibori werden, der mit hochgestreiften Ärmeln auf der kleinen Bühne stand. Aufgepasst, meine Damen und Herren, aufgepasst. Was Sie hier sehen, ist alles Hexerei. Kein falscher Mumpitz, ist alles echt. War und keine der vielfach üblichen Jahrmarktvorstellungen. Bravo! Jawohl, bravo! Keine doppelten Ärmel, kein doppelter Boden, wenn sich die Herrschaften überzeugen wollen, kein Mantel mit falschen Innentaschen oder aufgeschlitztem Futter, worin lebende Mäuse versteckt sein könnten, keine Schuhe mit doppelten Sohlen und der Hut einwandfrei von beiden Seiten. Hier bitte. Stimmt's, mein Junge? Ja. Und nun aufgepasst, simsalabim. Jetzt habe ich 6 lebendige Ameisen in der Hand. Oh. Bitte sehr. Danke, danke. Herrschaften, Herrschaften, da wären noch Grizzlybären, Riesenelefanten, die ich Ihnen herzaubern könnte. Tiger und Nashörner. Aber Sie verstehen, zu wenig Platz in der Bude. Stimmt, haargenau. Ich meine in meinem Etablissement. Sag mal, mein Junge, warst du nicht auch schon in der ersten und in der zweiten Vorstellung hier? Ich bin hier, um zu lernen. Ich bin auch Zauberkünstler. Das heißt, jetzt noch nicht später. Dann, mein Freund, werde ich dich jetzt ein höchst schwieriges Kunststück lehren. Darf ich bitten? Na komm schon! Ich soll auf die Bühne? Wohin denn sonst? Du brauchst keine Angst zu haben. Angst habe ich nicht. Ich bin nämlich auch Indianerhäuptling. Oder will es später mal werden? Da darfst du freilich keine Angst haben. Also komm nur herauf. Meine Herrschaften, ich bitte um einen Beifall für meinen Assistenten. Ja. Ja. Mein Herr, darf ich um Ihren Hut bitten? Leihweise natürlich. Bitte sehr. Oh, danke. Dafür ist Ihnen natürlich eine Freikarte sicher. Das ist mein Opa. So, meine Herrschaften, hier sind 2 Stühle. Auf den einen lege ich den Hut vom Opa, auf den anderen meinen Zauberhut. Und nun nehme ich dieses rote Tuch und lege es vorsichtig unter diesen Hut. Das ist der von Opa. Sehr gut, mein Junge. Ein Zauberkünstler muss scharfe Augen haben. Weißt du auch einen Zauberspruch? Na klar. Hokus pokus, dreimal schwarzer Kater. Jetzt, meine Herrschaften, habe ich Kraft meines Zauberstabes das rote Tuch von dem einen Hut weg hinüber zu dem anderen bewegt. Das heißt, das rote Tuch befindet sich jetzt hier unter meinem Zauberhut. Soll ich nachsehen? Halt, warte. Das Schwerste kommt erst noch. Ich werde nämlich, passen Sie gut auf, ich werde nämlich das rote Tuch wieder zurückzaubern. Adera, Bubel, die Bubel und nichts da, Lunke, Halinke, Halanke und Huda. Da, wo unter Lanke, Halinke, Halunke, da nichts und Bubel, die Kugel, Adera. Bitte, überzeugen Sie sich, ist das nicht zauberhaft? Das rote Tuch ist an seinem alten Platz zurückgekehrt. Und der Opas Hut, wahrhaftig. Bravo. Danke, danke. Und das, lieber junger Kollege, wenn ich so sagen darf, kannst du jetzt auch. Wirklich? Mhm. Da werden die anderen aber staunen. Ja, 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 ja. Sobald dich mein Zauberstab berührt, wird die Zauberkraft auf dich übergehen, sodass du dieses Zauberkunststück überall vorführen kannst. Na, wie ist es? Spürst du nichts? Doch, ich spüre was. Wie elektrisch ist es? Wie elektrisch? Ja. Kümmel Lukas konnte gar nicht schnell genug nach Hause kommen. Immer fuhr er 5 Meter vor dem Opa her und probierte das Kunststück noch am gleichen Abend aus. Es funktionierte. Lukas Kümmel fühlt mit Schaudern, er kann endlich richtig zaubern. Eines lässt ihn jetzt nicht rum. Was macht er als Häuptling nun? Reiten können sollte er, doch wo nimmt ein Pferd er her? Bald darauf kam ein Wanderzirkus ins Dorf.
Ein Plakat gab es nicht, nur ein Zettel hing beim Bürgermeister an der Tür, dass der Zirkus nur einen Tag bleibe, leider nur eine Vorstellung gäbe, dass aber wunderbare Tiere vorgeführt würden und dass sich alle beeilen sollten. Für das Dorf war das ein großer Tag. Zuerst war ein Wagen durch die Hauptstraße gefahren und man hatte laute Tierstimmen gehört. Als dann noch ein zweiter Wagen kam, gab es keinen mehr, der nicht im Dauerlauf losrannte. Der Zirkus ist da. Habt ihr die Wagen gesehen? Und die Tiere? Ich habe einen Löwen brüllen hören. Wetten, dass es ein Löwe war? Löwe, dass ich nicht lache. Löwe, hat er gesagt, Herr Dackel. Aber ich habe den Rüssel von einem Elefanten durch das Loch gesehen. Das schwöre ich. Hast du Dackel gesagt? Stimmt, haargenau. Warte! Na komm nur. Hey, hört auf! Bahnsteig-Indianer kämpfen nicht miteinander. Sie sind Blutsbrüder. Der Kümmel-Luki hat mich einen Dackel genannt. Weil Buna ein Löwenbrüllen gehört haben will. Dabei waren es Elefanten. Es gibt keine Löwen. Überhaupt nicht. Na, da hörst du's. Und Elefanten schon gar nicht, du Affenkopf. Und wer jetzt nicht Ruhe gibt, den nehme ich in den Schwitzkasten. Damit war der Fall erledigt. Lukas Kümmel zählt die Tiere, Hunde drei und Mäuse viere, Pferde, Affe, zahmes Schwein und ein Esel obendrein, der man höre sich das an, auch noch richtig rechnen kann. Die Vorstellung sollte um drei beginnen, aber erst gegen halb fünf ging's richtig los. Die Hauptattraktion kam fast am Schluss. Meine werten Herrschaften, der Höhepunkt unseres diesjährigen Programms. Eine Weltattraktion, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Nicht in Paris, nicht in London, sondern im Zirkus Markowitz und Söhne. Bravo. Ja, bravo. Meine Herrschaften, ich stelle Ihnen vor, Anna Dromalius, der Wunderesel. Also wenn du mich fragst, der Clown mit dem Pinselaffen, der war große Klasse. Stimmt, haargenau, jawohl. Schnauze! Meine Damen und Herren, Sie werden aus dem Staunen nicht herauskommen. Selbst die schwierigsten Rechenaufgaben werden von diesem Wunderesel aus den wallonischen Bergen spielend leicht gelöst. Sie werden es erleben, meine Herrschaften, also aufgepasst. Ja, ja, wir fangen jetzt an. Hör zu, Anna Dromalius. Kannst du mir sagen, wie viel 1 und 2 ist? 3, sagt uns der Wunderesel. 3 hat er gesagt. Und das ist richtig. Verehrte Herrschaften, ich bitte um Ihren Applaus für diese einmalige Leistung. Bravo! Bravissimo! Und nun, Anna Dromalius, eine schwere Aufgabe. Wie viel ist 2 und 3? Anna Dromalius. 5! Das ist richtig. Sie sehen und hören es. Anna Dromalius kann wirklich rechnen und sich sogar korrigieren. Das kann ich auch. Sie wollen sicher sagen, Sie können besser rechnen als Anna Dromalius. Bitte, junger Mann, kommen Sie näher. Ja, so. Sie sind also ein guter Rechner. Jawohl, stimmt haargenau. Nun, wir werden sehen, wer hier schlauer, Sie oder der Esel. Aufgepasst, meine Herrschaften, ich stelle eine ganz leichte Aufgabe. Eine Ziege, ein Hund und eine Katze. Wie viel ist das zusammen? Zuerst der junge Herr, bitte. Ist, sind, weil, 7. Tiere haben wir in Rechnen noch nicht gehabt. Nur in Naturkunde. 7, hat der junge Herr gesagt. Und was sagst du, Anna Dromalius? Richtig! Richtig! Eine Ziege, ein Hund und eine Katze, das sind 3. Du hast gewonnen, Anna Dromalius. Lukas Kümmel hatte verloren. Aber das machte nichts. Als Zauberkünstler brauchte er ja nicht mit Eseln, um die Wette zu rechnen. Jedenfalls wollte er diese Nummer nicht in sein Programm aufnehmen. Todsicher nicht.
Unterdessen ging die Vorstellung weiter. Und jetzt, meine Herrschaften, sehen Sie in der nächsten Nummer eine sehr große Attraktion. Eine sehr große Sensation und auch ein sehr gefährliches Wagnis. Die schöne Zirkusprinzessin Hummel, hier, ohne Sattel, ohne Netz und ohne Festhalten, auf dem wildesten aller Pferde, auf dem arabischen Hengst Mustafa, eine, zwei, drei, nein, 12 Runden freihändig und im Stehen. Tusch! Alle, hopp! Seht mal! Ja doch! Sie sieht wirklich wie eine Prinzessin aus. Mann, das ist eine Squaw! Stimmt, haargenau! Wenn man mit der auf einem feurigen Mustang über die Prärie reitet. Mann! Habt ihr das gesehen? Das muss ich mir genau merken. Weil ich nämlich, wenn ich durch die Prärie reite und mich so auf das Pferd stelle, die Falken mit der Hand aus der Luft fangen kann. Beifall für Prinzessin Hummel! Meine Herrschaften, Sie haben gesehen, wie leicht das geht. Jetzt bringt unser Clown Waki einen kleinen Mustang. Aufgepasst, meine Herrschaften. Wenn Sie 3 Runden reiten können, nur 3 kleine Runden, erhalten Sie 100 Freikarten in der ersten Reihe. Und bitte hören Sie gut zu. Eine Reise nach Rimini mit Übernachtung und Frühstück. Mensch, Tom. Das ist ja ein Esel. Na und? Esel oder Pferd? Hauptsache, man kann drauf reiten. Und das werde ich. Du? Das schaffst du nie, du Affenkopf. Ich hab's mir überlegt. Ich werde nicht Zauberkünstler, sondern gleich Indianerhäuptling. Da meldet sich ein junger Mann. Kommen Sie bitte. Kommen Sie. Beifall für den kühnen Reiter. Runterfallen würde der Affenkorb. Na, was habe ich gesagt? Nur nicht gleich den Mut verlieren, junger Mann. Tu ich nicht. Tu ich ganz bestimmt nicht. Ich bin Indianerhäuptling, jawohl. Dann wird es Ihnen ja auch nicht schwerfallen, auf das Pferd zu steigen. Stimmt haargenau. Wenn es nur nicht so hoch wäre. Ja, ja. Unser Mustang sieht aus der Nähe größer aus als von weitem, nicht wahr? Wahrscheinlich macht er sich mit Absicht so groß. Aber das zahle ich ihm heim. Ich werde ihm die Spuren geben, wie... Au! Hoppla! Schon wieder runtergefallen, dieser Affenkopf. Armer Kümmel, Luki. Bring einen Stuhl, Waki. Danke, danke. So, jetzt werden Sie es ganz bestimmt schaffen, junger Mann. Steigen Sie zuerst auf den Stuhl und dann... Das mache ich. Er sitzt im Sattel! Er sitzt im Sattel! Na, was sagen Sie dazu, meine Herrschaften? Bravo! Bravissimo! Und nun reiten Sie Galopp, junger Mann, reiten Sie! Er rührt sich nicht. Er rührt sich nicht von der Stelle. Aber das ist nur, weil er sich fürchtet. Gleich gebe ich ihm die Spuren. Wieder runtergefallen, dieser Affenkopf. Seien Sie unbesorgt, meine Herrschaften. Unser junger Freund hat sich nicht wehgetan. Waki, unser Clown, hat ihn aufgefangen. Sehen Sie, er trägt ihn auf seinen Armen zu seinem Platz zurück. Dass alle lachten, schmerzte Lukas Kümmel sehr. Und er beschloss doch zuerst Zauberkünstler zu werden. Dann könnte er alles verzaubern, auch die wildesten Pferde. 5 Jahre wollte er Zauberer sein, dann würde er sich nach Texas zaubern und Indianerhäuptling werden. So würde es am besten sein. Jawohl. Wenig später geschah eine tolle Geschichte. Zu der Johannes-Spektakelschule gehörte natürlich auch ein Schulhof. Dort versammelten sich in den Pausen die Schüler, natürlich auch Lukas Kümmel und seine Klassenkameraden von der 2a. Will einer tauschen? Was hast du denn? Ein prima Füller mit roter Tinte. Zeig her! Haben sonst nur die Lehrer. Hier. Zuerst will ich sehen, was du hast. Da, sieh dir das an. Eine Zigarillo-Schachtel? Will ich nicht. Ist doch keine gewöhnliche Zigarillo-Schachtel. Da ist ein kleiner Mann drin. Pass auf. Horch mal. Hörst du? Stimmt, haargenau. Da ist etwas drin.
So dumm bin ich nicht, dass ich nicht weiß, dass es kleine Männer gibt. Das ist besonders schlau. Wenn du mal drankommst, der Lehrer fragt dich irgendwas, eine Zahl oder einen Buchstaben, und du weißt es nicht, dann nimmst du heimlich die Schachtel, hältst sie ans Ohr und... Ja, was dann? Dann sagt der kleine Mann dir vor. Wirklich? Aber du darfst die Schachtel nie aufmachen, sonst ist alles vorbei. Braucht ihr nichts zu essen? Doch, einen Grashalm. Einmal am Tag. Kleine Männer fressen Gras. Ich dachte, das weißt du. Natürlich weiß ich das, klar. Also gib her. Der Füller genügt mir nicht. Ich will mehr. Füller kann man kaufen, aber kleine Männer nicht. Was willst du denn noch? Was du hast. Also gut. Du kriegst noch ein Taubenei. Einen ausgestopften Hirschhornkäfer und zwei Fahrradflicken mit automatischer Gummierung. Einverstanden? Einverstanden. In der nächsten Stunde hatten sie Rechnen. Da fragte der Lehrer... 11 und 1 geteilt durch 4, das macht... Hast du gehört, kleiner Mann? Na, wie viel ist das? 3. Richtig. Stimmt, haargenau. 3. Das hat der kleine Mann auch gesagt. Der Tausch hat sich gelohnt, wirklich. 2 und 3 und 8... Weniger 6? Nun? Wie viel ist das? Hast du gehört, kleiner Mann? 7, klar. Nun, Lukas. 7. Stimmt. Du siehst, es geht, wenn man sich Mühe gibt. Du kannst, wenn du willst, Lukas. Ja, heute bin ich besonders klug. In der 11-Uhr-Pause wurde der Tausch noch einmal mit Handschlag und Schulterbox abgeschlossen. Und jetzt galt er für immer und ewig. Und niemand konnte etwas zurücknehmen. Um 12 war die Schule aus. Zu Hause hätte der Luki seinem kleinen Mann gerne ein Stück Kartoffel hineingeschoben, aber es war zu groß. Er hätte die Schachtel aufmachen müssen und alles wäre vorbei gewesen. Dafür bekam der kleine Mann 2 Grashalme. Aber in der Nacht... Da konnte es der Kümmel-Luki nicht mehr aushalten. Ich muss dringend mit dir sprechen, kleiner Mann. Es gibt so viel, was ich dich fragen will. Aber ich darf die Schachtel nicht öffnen. Sonst ist alles vorbei, hat der Hanno gesagt. Das ist wie eine Zauberformel. Aber im Dunkeln ist es bestimmt nicht so schlimm. Ganz bestimmt nicht. Auch Filme darf man nur im Dunkeln entwickeln, weißt du? Und Entwickeln von Filmen ist wie Zauberei. Zuerst sind sie leer und dann ist etwas drauf. Also, ich mach die Schachtel jetzt auf. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So. Hey, was war das? Lukas Kümmel hörte ein Summen, das sich durch die Luft davonschwang und in der Finsternis verschwand. So wie eine Hummel fliegt. Und da war alles vorbei. Lukas Kümmel hat verloren, und doch hätte er geschworen, dass der kluge kleine Mann ihm bei allem helfen kann. Doch nun ist mit viel Gebrumm jäh auch dieser Zauber um. Wäre gerettet, wenn es den Menschen gelingen würde, einmal mit einem Wurzelzwerg oder Wassergeist oder Schlossgespenst zu reden, dachte der Kümmel-Luki und hätte gerne mit so einer Geheimperson gesprochen. Einmal standen sie alle in der Nähe vom Bahnhof. Es war heiß, der Zaun roch nach Teer und die Größeren unter ihnen hielten lange Reden. Einer von ihnen war Buhne Flimp, der redete besonders laut, weil er jetzt in die Mittelschule ging und eine Krawatte trug. Also, der Buhne Flimp spielte sich hier auf wie der Präsident von Texas. Auf einmal sagte er... Kümmel-Luki, komm mal her. Los. Da bin ich. Pass mal auf. Du bist doch schlau. Ja. Du kennst doch den Wassermann, hä? Klar. Der wohnt in der Rawa, weißt du, unter der Erde. Jetzt pass auf. Alle Flüsse und Wasserleitungen laufen unter der Erde zusammen, klar? Logisch. Und alle Wasserleitungen der Welt und alle Flüsse gehen ins Meer. Alles steht miteinander in Verbindung. Verstehst du das?
Brauchst du mir nicht zu sagen. Also gut, wir haben zu Hause einen Wasserschlauch. Der grenzt an die Wasserleitung. Diese grenzt an eine Wasserader. Diese grenzt an die Rawa. Und dort wohnt wer? Der Wassermann, wer sonst? Ich bin doch nicht doof. Siehst du, das habe ich ja gewusst. Du bist nicht so doof, wie ich immer dachte. Also los, jetzt gehen wir zu uns und da zeige ich dir was. Sie gingen alle zu Flimpens Hof. Dort hing aus dem Fenster von der Waschküche ein roter Schlauch. Hier, Kümmel-Luki, du nimmst jetzt den Schlauch. Pass auf, ich gehe hinein in die Zentrale und stelle die Verbindung her. Dann hörst du den Wassermann und ihr könnt telefonieren. Hast du verstanden? Ja, alles klar. Geh nur zur Zentrale. Mit dem Wassermann telefonieren. Toll, was, Kümmel-Luki? Mann, hör auf. Das kann mir doch gar nicht, der Affenkorb. Klar kann ich das. Ich bin doch nicht doof. Du musst den Schlauch ans Ohr halten. Nun mach schon. Ja, doch. Bin schon dabei. Hallo? Hallo. Hier spricht der Wassermann. Wabbel, wabbel, ist da wer? Ja, ich, der Lukas Kümmel. Los, sag mal was. Du musst in den Schlauch sprechen, du Affenkorb. Halt ihn vor deinen Mund, schnell. Wasser, Hilfe. Der Kümmel hat die Plätze nass. Schade gar nichts dem Affenkorb. Eingefallen. Ich war der Wassermann und dann habe ich das Wasser angedreht. Aber es hätte doch der Wassermann sein können. Und wenn er wirklich in der Leitung war, muss auch Wasser rauskommen. Logisch. Also war der Kümmel-Luki doch der Sieger. Lukas Kümmel hört die Kunde in der Klasse eine Stunde, wie ringsum das Leben reift. Dann er kühn zur Schaufel greift, setzt um fröhlich in die Tat seines Lehrers guten Rat. 3 Tage nach dem 1. Mai war so ein schöner Tag draußen vor den Schulfenstern der Johannes-Spektakelschule. Das Gras stand schon 11 Zentimeter hoch, die Vögel sangen auf den Bäumen und die Sonne schien. In der Klasse 2a stand Biologie auf dem Stundenplan. Vorne saß der Lehrer Bohnemann auf dem Stuhl hinter dem Katheder, guckte zum Fenster hinaus und quasselte über Pflanzenkunde. In der Natur ist alles egal. Das ist ein Kreislauf, sozusagen. Zuerst kommt der Frühling. Die Bohne hat doch einen guten Tag. Und ja, alles sprießt und wächst. Außerdem stört er keinen beim Schlafen. Dann wachsen Blüten an den Pflanzen. Bei der Nase gebohrt. Und aus den Blüten werden Früchte. Der Herbst kommt. Und in den Früchten wachsen Samen. Dann kommt der Wind und trägt die Samen davon. Sie fallen auf die Erde und die Blätter fallen über sie. Und decken sie zu, um sie zu schützen. Der Winter kommt und der Frühling kommt. Und aus den Samen wachsen neue Pflanzen. Aber woher kommt das alles? Ich weiß. Im Winter fällt Schnee, Schnee aber ist Wasser. Und wenn man wo Wasser hingießt, sofort wächst was. Meine Oma gießt im Garten immer Wasser und da wächst gleich Rhabarber. Du warst nicht gefragt, Kukula. Kukula, dieser Schlaumeier. Sieh mal, wie der sich umsieht. Denkt Wunder, wie schlau zu sein. Dabei war alles Mist. An einem anderen Tag hätte die Bohne ihm für den Blödsinn eine 6 eingetragen. Was habe ich gesagt? Also ja, der Samen liegt in der Erde. Dann kommt der Frühling. Die Sonne scheint. Und was passiert, Hanusek? Darf ich mal austreten, Herr Lehrer? Ist gut, geh. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, beim Samen. Also, der Samen muss gar nicht vom Wind verweht werden. Der Mensch kann ihn sammeln und selber einpflanzen. Genau dorthin, wo er will. Aus einer Eichel wächst eine Eiche. Aus einer Buchecker eine Buche. Aus Tulpensamen eine Tulpe. Aus Rübensamen eine Rübe. Und so weiter und so weiter. Und bei den Tieren, wie ist es da? Bei den Tieren ist es genauso. Denn in der Natur ist alles egal. Ja! Aber das kommt nächste Woche dran. Um 11 war die Schule aus. Diesmal hatte der Kümmel-Luki alles ganz leicht verstanden. Klar, er konnte gar nicht schnell genug nach Hause kommen.
Dann konnte man ihn den ganzen Nachmittag hinter dem Haus mit einer großen Schaufel herumgehen sehen. Umgraben, Gras ausstechen, nicht weit von einem Baum. Er wollte einen Löwengarten anlegen und einen Elefanten-, Hasen- und Affengarten. Bei den Tieren ist das genau wie bei den Pflanzen, hatte der Lehrer Bohnemann gesagt. Für heute reicht's. Morgen geht's weiter. Morgen gehe ich in den Wald und besorge mir Hasenlosung. Auch Kot von Rehen, Hirschen und Eichhörnchen. Und auch von Vögeln. Alles, was ich finden kann. Man fängt am besten mit den heimischen Tieren an. Ist doch logisch. Vielleicht gibt mir der Bauer Kniedler Pferdebollen, die ich einpflanzen kann. Und wenn dann daraus die Pferde wachsen, kann ich sie verkaufen. Und von dem Geld kaufe ich mir dann Löwenbollen. Die lasse ich mir aus Afrika schicken. Ist doch logisch. Natürlich auch welche von Tigern, Pumas, Rhinozerossen, Elefanten und Krokodilen. Ach nein, die wachsen im Wasser. Aber Affen werde ich hier noch anbauen. Gleich hier neben dem Baum. Dann können sie gleich klettern, wenn sie klettern wollen. Das macht alles viel Arbeit, klar. Aber es bringt doch was ein. Ist doch logisch. Am Abend deckte der Kümmel-Luki die Erde mit einer Plane ab, damit keine Bazillen darauf fielen. In der Nacht schlief er schlecht. Dafür schlief er den nächsten Tag gut in der Schule. Nachher lief er schnell wie ein Windhund nach Hause, zäunte den Garten provisorisch ein und fing an, Schilder zu malen, für jede Tierart eins. Am dritten Tag ging er mit einem Schuhkarton in den Wald. Dort traf er auf einer Lichtung den Oberförster Schickedanz. Guten Tag, Herr Oberförster. Nicht so laut. Du verscheuchst ja alle Tiere. Du bist der Lukas Kümmel, nicht wahr? Ja, der bin ich. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für einen Wilddieb. Dich? Für einen Wilddieb? Nein, 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 dich doch nicht. Das würde ich nie tun. Dich für einen Wilddieb halten, meine ich. Ist doch aber logisch, wenn man einen Unbefugten im Wald trifft. Ein Wilddieb hat ein Gewehr. Ich habe einen Schuhkarton. Hier, sehen Sie mal. Ich bin nämlich tatsächlich auf der Jagd. Ich jage hinter Hasen, Hirschen und Rehen her. So, 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 so. Hinter Hasen, Hirschen und Rehen. Und was willst du von ihnen? Die Losung. Ich will nämlich Hasen, Hirsche und Rehe anpflanzen. Was willst du? Na, einen Garten anlegen, in dem Hasen, Hirsche und Rehe wachsen. Und später will ich auch Löwen anbauen. Was du nicht sagst. Donnerwetter. Woher hast du denn diese Weisheit, dass man Tiere anbauen kann? Von meinem Lehrer. Ist doch logisch. Der Kümmel-Luki sammelte alles an Losung, was er fand. Dann trug er es vorsichtig nach Hause, damit es nicht durcheinander kullerte, und pflanzte es sofort in seinen Garten. Dann war es gut. Er schlief wie ein Sieger, wie einer, der eine neue Stadt gebaut hat, wie ein König. Schon früh wachte er auf und lief hinter das Haus, um zu sehen, ob schon etwas wuchs. Nein, noch war nichts zu sehen. Er beschloss, keinem etwas davon zu sagen. Alles war streng geheim. Aber er konnte es doch nicht für sich behalten. In der Schule verriet er sein Geheimnis. Das hätte er besser nicht tun sollen, denn alle lachten ihn aus. Nur der Schulli lachte nicht. Da gab ihm der Lukas Kümmel die Hand und machte ihn zu seinem Freund und Zauberassistenten. Nach der Schule liefen beide hinter Kümmels Haus und da war es passiert. Da sind sie. Wer? Die kleinen Hasen. Wo? Da bist du blind? Nein, wieso? Dann musst du es doch sehen. Was denn? Die kleinen grünen Spitzen, die aus der Erde kommen. Das ist ganz blödes Gras, du Fliegenschwanz. Wieso? Wieso kann das Gras sein, wo ich doch Hasenlosung in die Erde getan habe? Mann, bist du doof. War selber doof. Nein, du bist doof. Du! Du! Und damit du es weißt, du bist die längste Zeit mein Freund gewesen. Dann pfeife ich darauf. Ach, geh nur, hau nur ab. Und sowas wollte ich zum Speer in meinem Stamm machen. Du und deine Bahnsteig-Indianer. Du bist die dämlichste Rothaut, die ich kenne. Der Schulli ist wirklich blöd. Sonst wüsste er, dass sie Hasen gewachsen sind. Das müssen sie, weil ich sie doch gepflanzt habe. Wahrscheinlich sind sie weggelaufen, als ich in der Schule war. Logisch. Das nächste Mal lege ich ein Netz über meinen Garten. Und dann werden alle im Dorf staunen. Über die vielen wilden Tiere, die alle meinem Befehl gehorchen werden. Den Mund aufreißen werden sie, diese Hornochsen.
weil sie mir nicht geglaubt haben. Jawohl! Auf alle Fälle hob der Kümmel Luki die Pappschilder auf, verschlossen in einer Schublade, in einem Vertiko oben unter dem Dach auf dem Speicher. Und er deckte sie mit etwas Heu zu. Lukas Kümmel will nun wetten, dass sie morgen Ferien hätten. Keiner aber glaubt daran, dass er das auch wirklich kann. Ein Geheimnis ist dabei und ein bisschen Zauberei. Wenn man sich mal so richtig überlegt, wie es auf der Welt zugeht. Zum Beispiel mit dem Kalender. Da steht auf einem Blatt Sonntag. Schon ist es draußen Sonntag. Oder Montag, dann ist draußen Montag. Bei Mittwoch ist Mittwoch, bei Donnerstag Donnerstag. Immer stimmt es genau. Lukas Kümmel musste viel darüber nachdenken. Denn das war doch ein Geheimnis, dem er da auf die Spur gekommen war. Und dann hatte er eine große Idee. In der 9-Uhr-Pause standen sie wieder versammelt und hielten Reden. Der Kümmel Luki wettete für sein Leben gern. Er wettete, dass sein Vater viel stärker sei als Direktor Waluga oder dass sein großer Bruder Matrose oder sogar Kapitän wäre, wenn er einen hätte. Wetten? Er wettete über alles Mögliche. Heute war wieder so ein Wetttag. Ich wette mit euch gegen einen großen Indianerhäuptlingsschmuck, dass ich, wenn ich will, morgen große Ferien machen kann. Da wette ich dagegen. Ich auch. Das schaffst du nie, du Affenkopf. Niemals. Für wie blöd hältst du uns eigentlich? Eigentlich verdienst du dafür eine Tracht Prügel. Oder den Marterfall. Wetten, dass ich es schaffe. Wetten, dass du es nicht schaffst, du Affenkopf? Die Wette gilt. Morgen gibt's Ferien. Ihr werdet es erleben. Die Pause ging vorbei. In der nächsten Stunde sah der Kümmel Luki so komisch aus. Ungefähr wie einer, der gleich einen Kampf gewinnt oder morgen zum Häuptling der Apachen gewählt werden soll. Als die Schule aus war, packte er langsam seine Bücher zusammen. Das tat er sonst nie. Er war immer der Erste beim Nachhausegehen. Diesmal war er der Letzte in der Klasse. Lehrer Bohnemann ging. Lukas Kümmel war noch da. Mach das Fenster zu, Lukas, wenn du gehst. Mach ich, Herr Lehrer. Was die wollen, ist doch ganz einfach. Was für ein Tag ist, bestimmt der Kalender. Logisch. Heute ist der 10. Juni, Mittwoch. Da steht es. Jeder kann es lesen. Wenn es morgen Ferien geben soll, muss morgen der 21. Juli sein. Also brauche ich nur alle Kalenderblätter bis zum 21. Juli abzureißen. Das ist alles. Und dann gibt es morgen Ferien. Klar. Morgen wird Bohnemann auf den Kalender schauen und wird sagen, na nu Kinder, wie schnell doch die Zeit vergeht. Heute fangen ja die großen Ferien an. Packt eure Taschen und verschwindet. Los, los, schnell, schnell. Ja, morgen gibt's Ferien. Die anderen werden sich wundern. Aber es kam ganz anders. Bohnemann kam, wollte ein Blatt vom Kalender reißen, hob die Brille, sagte: Nanu? Wer war das? Wer hat die Kalenderblätter abgerissen? Sofort melden, der Lümmel! Wer war dieser Idiot? Eigentlich kann das nur der Lukas Kümmel gewesen sein. Warst du das, Kümmel? Rede! Sie dürfen mich gar nichts mehr fragen, Herr Lehrer. Wir haben Ferien. Am 21. Juli sind Ferien. Ferien? Ferien? Ja, lacht nur. Schule haben wir, und zwar rechnen. Fangen wir gleich an. Gestern war der 10. Juni. Heute zeigt der Kalender den 21. Juli. Wie viele Blätter wurden also abgerissen, Sperling? 41. So viele Tage wird der unverschämte Lümmel, der die Kalenderblätter abgerissen hat, nachsitzen. Das geht nicht, Herr Lehrer. Warum nicht? Weil wir Ferien haben. Ruhe, 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 Ruhe. Lacht nur. Gleich werdet ihr ruhig sein. Wir haben Schule. Nein, wir haben Ferien. Und da können wir lachen, so viel wir wollen. Nichts, gar nichts könnt ihr. Jetzt ist Rechenstunde. Was auf dem Kalender steht, stimmt. Steht auf dem Kalender Sonntag, dann ist Sonntag. Und steht da der 21. Juli, dann sind Ferien. Logisch. Das Ganze ist ein Geheimnis. Ganz bin ich auch noch nicht dahinter gekommen, Herr Lehrer. Du hast also die Kalenderblätter abgerissen, Kümmel. Ich habe es mir gleich gedacht. Du bist dämlich genug dazu. Darum wirst du jetzt bis zu den Sommerferien jeden Tag eine Stunde nachsitzen.
Auch sonntags? Außerdem schreibst du 41 Mal hintereinander, wer darf die Blätter vom Kalender reißen? Nur der Lehrer Bohnemann, sonst niemand auf der Welt. Das war schlimm. Denn dem Kümmel-Luki fiel das Schreiben schwer. Trotzdem gab er die Sache noch nicht für immer und ewig auf. Er würde es später noch einmal versuchen. Denn das Kalendergeheimnis war sehr interessant. Lukas Kümmel möchte lösen auch die Untat eines Bösen. Denn auch bei der Polizei ist viel Zauberei dabei. Drum mit Argusaugen späht er aus nun nach dem Übeltäter. Luki saß hinter dem Holzschuppen in der Sonne und zählte Maikäfer. Er sortierte in eine Schachtel die Bäcker, in eine die Schornsteinfeger und in die dritte die Feuerwehrmänner. Und da war auf einmal ein Geräusch. Ganz klar, ein Geräusch. Ungeheuer verdächtig. Luki schlich im Halbkreis um den Schuppen. Auf der anderen Seite war ein Astloch. Er legte sich also auf den Boden und horchte mit dem Ohr in das Loch hinein. Und da. Jetzt hörte es ganz deutlich. Da war einer. Es bewegte sich etwas mit großer Kraft, so wie ein Gangster oder wie ein Pferdedieb, der den besten Mustang des Häuptlings stehlen will. Jetzt roch er auch einen scharfen Geruch aus dem Loch, vermutlich Pulverdampf aus dem Revolver. Da war es um den Kümmel-Luki geschehen. Das war seine große Stunde. Jawohl! Zuerst schlich er außer Sichtweite. Dann fing er an zu rennen, als wäre die Feuerwehr hinter ihm her. Er rannte, ohne stehen zu bleiben, direkt zum Amtsbüro des Polizeioberwachtmeisters Sauer. Herr Polizist, meine Mutter hat gesagt... So. Du bist der Lukas Kümmel, nicht wahr? Ja, der bin ich. Gut, so. Und nun erzähle, was hat deine Mutter gesagt? Hübsch, langsam... Wir haben Zeit. Nein, die haben wir nicht. Zeit, meine ich. So, nicht? Wieso? Weil meine Mutter hat gesagt, sie müssen sofort kommen. Bei uns im Schuppen ist... So. Da ist... Was ist denn neu am Schuppen? Rede. Da ist einer. Ein Gangster. Sie sollen sofort kommen, hat meine Mutter gesagt. So. Das werden wir gleich haben. Keine Angst, mein Junge. Ich übernehme den Fall persönlich. Ich werde den Gangster verhaften und ins Spritzenhaus sperren. Komm. Ja. Herr Sauer schnallte das Koppel um, schwang sich aufs Fahrrad und fuhr los. Direkt zu Kümmels. Luki lief hinterher und schrie: Kommt alle her! Ein Gangster! Ein Gangster ist bei uns im Stall! Kommt alle her! Bei uns ist ein Gangster im Stall! So eine Ungerechtigkeit! Ausgerechnet der blöde Luki hat einen Gangster im Stall! Ja, die Polizisten haben den Schuppen umkreist! Sieh dir den Sauer an! Der geht auf den Schuppen zu! Ich sag's ja, das ist ein ganz mutiger! Mann, sieh dir das an! Jetzt öffnet er die Schuppentür! Wenn da wirklich ein Gangster drin ist! Kommen Sie heraus! Der Schuppen ist umstellt! Werfen Sie Ihre Waffe weg! Widerstand ist zwecklos! Das ist gar kein Gangster! Das ist nur ein Ziegenbock! Malukas Ziegenbock! Hey, das sieht so ähnlich! Jetzt ist er kein Affenkopf mehr, sondern ein Ziegenfänger! Ziegenfänger! Mindestens eine Woche lang haben sie Luki Ziegenfänger genannt. Ich meine die Größeren. Bei den kleinen Kindern war Luki König. Für sie war er schon so gut wie erwachsen. Einen Kopf größer und natürlich bärenstark und schlau. Eines Nachmittags versammelte der Luki seine ganze Bande um sich und hielt eine Rede. Leute, ein Elefant ist entflohen. Ich habe es persönlich heute in der Zeitung gelesen. Es gibt eine Belohnung von 2 Millionen Pesos. Die werden geteilt. 1 Million für mich und der Rest ist für euch. Einverstanden? Einverstanden. Das ist gut, machen wir. Wie ich sehe, seid ihr bereits bewaffnet. Ja, wir haben Pfeil und Bogen mit. Gut, dann machen wir uns jetzt auf die Suche. Aber vorsichtig. Elefanten sind gefährlich. Wo sollen wir denn suchen? Wie ihr euch denken könnt, habe ich mich bereits mit dem Fall befasst. Das war meine Pflicht als Häuptling.
Und? Ich habe sehr verdächtige Spuren entdeckt. Riesengroße. Sie führen in Richtung Wald. Mir nach, Krieger! Als sie zum Wald kamen, mussten die Jungen die Schuhe ausziehen, um keine Spuren zu hinterlassen. Einer ging hinterher, um die Eindrücke der Zehen mit seiner Jacke zu verwischen. Von nun ab ging es nur noch geduckt und im Schleichgalopp. Elefanten haben scharfe Augen, und wenn man denkt, sie wären dumm, sie sind es nicht. Nachdem sie eine Weile den riesengroßen Spuren gefolgt waren, rief Lucky: Alles hinlegen, keine Bewegung. Was ist los? Wir sind ganz nah heran am Elefant. Pass auf! Gleich bricht er durch die Büsche. Da! Das ist kein Elefant, das ist der Oberförster Schickelgans. Na, Kinder? Verlauft euch mal nicht im finstern Wald. Nein, Herr Oberförster, das tun wir nicht. Ah, du bist das ja, der Lukaskümmel. Ja, ich bin das. Wir wollen nur Heidelbeeren sammeln. Na, dann wünscht ihr euch viel Spaß dabei. Wiedersehen. Wiedersehen. Boah, seht euch das an, Leute. Mindestens Schuhgröße 47. Kein Wunder, dass der Oberförster Spuren wie ein Elefant hinterließ. Ja, Elefantenspuren sehen genauso aus. Haargenau, das schwöre ich. Naja, dann hat der Lucky eine Waldmaus gefangen und ohne Furcht mit der Hand festgehalten. Das soll mal einer nachmachen. Er war hier doch der Stärkste von allen. Lukas Kümmel ist am Ziele, wünscht sich Zuschauer sehr viele, weil nun endlich öffentlich Zauber und Ewel zeigen sich, da er noch zu guter Letzt in der Schule nicht versetzt. Der Kümmel-Luki gab also seine erste Gala-Vorstellung. Er malte drei Plakate mit Buntstift und Ölkreide. Der berühmte Lukas Kümmel gibt eine Vorstellung hinter dem Bahndamm. Eintritt kostet, wie viel jeder will. Morgen um 3. Die Plakate klebte er an drei verschiedenen Stellen an. Eines an Kümmels Hoftor, eines an den Holzkasten mit Streusand für den Winter und eines an einen Baum, aber in 2 Meter Höhe, damit es niemand stehlen konnte. Am nächsten Tag um 3 kamen natürlich alle, die zu seiner Bande gehörten, die Kleinen also. Die Großen kamen nicht, aber es war auch besser so. Wie beim richtigen Zirkus war ein Platz abgegrenzt mit Ziegelsteinen. Der Kümmel-Luki trat in die Mitte von diesem Platz und hielt eine Rede. Meine sehr geehrten Herrschaften! Meine sehr geehrten Herrschaften! Sie sehen zuerst einen Stierkampf. Ein Mann kommt in die Arena und hat ein rotes Tuch. Und dann kommt der Stier, stark wie ein Bulle mit Feuerhufen, und stürzt sich auf den Mann. Der hält ihm das rote Tuch ins Gesicht. Der Stier kann nichts mehr sehen. Er rennt vorbei und der Mann springt zur Seite. Dann fängt der Stier wieder an. Am Schluss nimmt der Mann ein Schwert und erdolcht den Stier. Der Mann bin ich. Bravo! Ja, schön! Achtung! Die Vorstellung beginnt! Ja! Der Kümmel-Luki verschwand hinter dem Holzschuppen. Dann hörte man ein Trampeln und Kümmels Ziege kam gerannt und zog den Luki an einem Strick hinterher. Halt! Bleib stehen! So, hier ist mein Taschentuch. Kannst du noch etwas sehen? Na los, greif doch an! Los doch! Ihr seht, der Stier fürchtet sich. Er bleibt stehen und rührt sich nicht von der Stelle. Ich kann sogar auf ihm reiten. Seht ihr? Ha! So, der Stier ist besiegt. Wo bleibt der Applaus? Bravo! 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 Der Kümmel-Luki führte die Ziege hinaus, kam wieder und führte als zweite Nummer das echte Zauberkunststück vor, das ihn damals sein Freund, der Zauberkünstler, gelehrt hatte. Hier sehen Sie einen Topf und hier einen Eimer und hier ist ein Maikäfer. Bravo! Nicht doch! Das Kunststück fängt doch erst an. Also, ich nehme jetzt den Maikäfer und lege ihn unter den Topf. So, und jetzt zaubere ich Knobel, Bobel, Schnurdiwurr. Und jetzt befindet sich der Maikäfer unter dem Eimer. Bravo! Bravo! Aber das Schwerste kommt jetzt. Thank you.
Mit größter Konzentration werde ich den Maikäfer wieder zurückzaubern. Hobel, Bobel, Vaterland, ich habe einen Mann gekannt. Da sehen Sie es. Der Maikäfer sitzt wieder unter dem Topf. Bravo! Toll! Bravo! Danke, vielen Dank. Damit ist die Vorstellung beendet. Lukas Kümmel hat bestanden, alle, die ihn sahen, fanden, dass er wirklich zaubern kann. Nun ist er ein großer Mann, bald geht er nach Texas fort, wird Indianerhäuptling dort.